Stell dich mal vor, der Staat verpflichtet die Post dazu, alle eure Briefe zu öffnen und nach Straftaten zu durchsuchen. Klingt ein bisschen dystopisch. Weil halt keine Sau mehr Briefe schreibt, ist die EU gerade dabei, sowas vorzubereiten, und zwar auf digitaler Ebene. Also für WhatsApp, Zoom, Signal, Mails, Facebook, Insta, Snap, Discord oder wo halt sonst irgendwie noch digitaler Schriftverkehr anfällt. Um was geht's genau? Mit der Chatkontrolle 2 hat die Europäische Kommission einen Gesetzvorschlag eingebracht, der es erlauben soll, private Chats, Fotos, Nachrichten, E-Mails auf allen Smartphones zu scannen, und das ganz ohne, dass ein Verdacht vorliegt. Wenn dann mal ein Verdacht vorliegt, werden die ganzen Daten der Kommunikation und der Beteiligten automatisch an eine private Verteilstelle weitergegeben, und die Daten werden dann an die Polizeibehörden weltweit weitergeleitet. Nein, doch. Das Ganze, wie gesagt, automatisch, ohne dass die Betroffenen was davon mitbekommen sollen, mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, also einer KI. Und weil KIs nicht mal Ampeln sicher voneinander unterscheiden können, müssen wir übrigens immer noch Captchas ausfüllen. Dich nicht? Doch, weil alle deine Chats, E-Mails, versendeten Bilder werden automatisch durchsucht. Also nichts mehr mit vertraulich und geheim, keine gerichtliche Anordnung zur Durchsuchung. Deine Strand-Bikini-Fotos, die Fotos deiner Kinder am Strand, die erotischen Fotos, die ihr vielleicht euch untereinander zusendet, werden alle von Mitarbeitern privater Organisationen gesehen und an Polizeibehörden auf der Welt weitergeleitet. Sexting bei Grindr, Flirten bei Tinder. Oftmals können nicht mal Menschen feststellen, ob die beiden, die da jetzt gerade miteinander reden, über 18 oder unter 18 sind. Also kann das eine KI erst recht nicht. Und damit landen eure Chats bei der Polizei und bei privaten Organisationen, die das vorher rausfiltern. Und KIs mit ihren Textfiltern schlagen bei Sexting besonders häufig an. Und der bloße Verdacht auf Kinderpornografie zerstört halt einfach dein ganzes Leben. Ja? Familie, Freunde, Nachbarn, alle weg. Selbst wenn du unschuldig bist, bis das bewiesen ist, bis das zu einem Gericht kommt, dauert es halt ewig, und dann ist es auch schon zu spät. Denn eine KI kann selten unterscheiden, hey, ist das jetzt ein Strandfoto, was ich von meiner Freundin mache, wo zufällig noch ein Kind nebenbei spielt, oder ob da halt ein Kind drauf ist, was leiden muss. 86% aller maschinell gemeldeten Verdachtsfälle erweisen sich als unbegründet, so die Schweizer Bundespolizei. 40% aller in Deutschland eingeleiteten Ermittlungsverfahren richten sich gegen Minderjährige. Denk mir mal zurück, ja, du, dein Freund, deine Freundin, beide sind 14, die Pubertät, scheiß Hormone. Ah, lass mal ein Nacktfoto machen, das ist ja spannend. Ja, können wir mal machen, lass mal ausprobieren. Das fällt unter Verbreitung, Erwerb, Besitz kinderpornografischer Inhalte. Das ist strafbar. Und die künstliche Intelligenz verpasst dir dann in Zukunft automatisch eine Anzeige und eine Vorstrafe deswegen. Mit 14. Weil du deinem Gegenüber gewollt, aus Dummheit, warum auch immer, ein Foto von dir gesendet hast. Die Trefferquote dabei ist sehr tief. 2020 trafen bei uns rund 8000 Meldungen ein, sagt FedPol-Sprecher Florian Naef. Strafrechtlich relevant waren davon ca. 14%. Patrick Breyer von der Piratenpartei sagt Folgendes: 30% der Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie richten sich gegen Kinder, also gegen Minderjährige. Diejenigen, die da geschützt werden sollen, werden tatsächlich durch dieses Verfahren kriminalisiert. Und das liegt daran, dass viele sich halt auch gar nicht bewusst sind, dass irgendwelche Bilder oder Videos, die sie für lustig, als lustig empfinden, tatsächlich als strafbare Kinderpornografie eingestuft werden. Zum Beispiel gibt es so ein Eselsex-Video, was sehr weit geteilt wurde, was aber halt tatsächlich strafbar ist. Aber Kinder und Jugendliche sind sich da oft nicht bewusst, und plötzlich haben sie eine Anzeige im Haus. Das ist hochproblematisch. Okay, schauen wir uns das Totschlagargument Kinderpornografie mal an, mit dem die 447 Millionen Einwohner der EU unter Generalverdacht gestellt werden sollen. Das Argument kam ja auch öfter in Deutschland schon auf, wenn es um Verschärfung von Überwachung oder anderen Maßnahmen ging. Also nicht falsch verstehen, alles was darunter fällt, ist natürlich zu verachten und zu ahnden, aber das Argument zieht halt nicht, wenn man sich mal anschaut, für was Überwachungsmaßnahmen wirklich hergenommen werden. Es gab im Jahr 2019 15.505 Erstanordnungen zur Telekommunikationsüberwachung. Wofür die Telekommunikationsüberwachung letztendlich hergenommen wurde,
7824 Mal wurde aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet, 3371 Mal Betrug und Computerbetrug, 1833 Mal schwerer Bandendiebstahl, 1524 Mal Mord und Totschlag, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften 21 Mal. Ich meine, man könnte auch so ehrlich sein und einfach sagen, hey, wir wollen euch überwachen, weil wir Bock drauf haben und weil wir totalitär sind. Oder hey, wir wollen einfach Kiffer fangen. Aber nein, stattdessen nehmen sie das emotional belastete Thema Kinderpornografie, weil das zieht halt immer. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Die technische Kompetenz derer, die uns diese Maßnahme aufdrängen wollen, ist die hier. Okay, kurz zur Erklärung, wer das nicht versteht, die Schreiberin der Initiative, das ist übrigens die Gesetzesinitiative, die ich hier gerade aufzähle, die auf der offiziellen europa.eu-Seite abrufbar ist, wollte einen Link einfügen. Dann also ein Link auf eine PDF-Datei. Die PDF-Datei ist auf ihrem eigenen PC. Sie hat also keinen Link eingefügt, der für alle abrufbar ist, sondern hey, guck mal, das Dokument liegt in C, Benutzer, Petra, Downloads. Nicht mal mit Word können sie umgehen, aber technische Maßnahmen beschließen, von denen sie nicht mal wissen, was sie bedeuten. Und das Einzige, was uns davor schützt, ist die Inkompetenz der Überwacher. Ah, und wollen wir mal vergleichen, welche Parteien gegen die Offenlegung der SMS von Ursula von der Leyen gestimmt haben, als es um die Verhandlungen zum Impfstoff mit Pfizer ging? Und dann gibt es ja Menschen, die sowas verteidigen. Yeah, geil. Chatkontrolle. Das Ding ist, was passiert mit diesem Überwachungsinstrument, wenn die Regierung halt mal mehrheitlich aus verfassungsfeindlichen Parteien besteht? Was passiert mit der Opposition? Was passiert mit Homosexuellen? Was passiert mit Transmenschen? Heute wird sowas für gute Zwecke benutzt, aber morgen die AfD an der Macht mit einem Instrument der flächendeckenden Bevölkerungsüberwachung? Nice, hab ich voll Bock drauf. Es gibt bisher keine belastende Studie, die sagt, hey, flächendeckende Überwachung, die verhindert Straftaten, weil Kriminelle wissen halt, wie man diese Maßnahmen umgeht. Stichwort eigene Chatsurfer, ob jetzt Matrix oder halt selbst geschrieben. Und mit immer mehr Sicherheit, die wir wollen, geben wir halt immer mehr Freiheit und immer mehr Privatsphäre auf. Wobei Sicherheit da irgendwie in Anführungszeichen geschrieben werden sollte, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und wer die Freiheit und die Privatsphäre immer mehr aufweicht, kommt halt nicht in ein Land, in dem Einhörner und Schmetterlinge Hand in Hand über grüne Wiesen springen, sondern halt in einen Staat, in dem die Demokratie und der Rechtsstaat nur noch auf dem Papier existieren. Wer von euch mal Zeit hat, schreibt den Europaabgeordneten mal eine E-Mail. Am besten selber verfasst, mit eigenen Worten, das kommt immer am besten. Die werden auch gelesen, ihr kriegt da auch eine Antwort drauf. Argumentationshilfen liefert die Piratenpartei auf ihrer Webseite, die verlinke ich irgendwo da oder da oder da oder da.